Wie heißt die Insel, Niklas? Dragon's Fall. Genau. Da sind wir jetzt. Und da haben wir gerade noch die Schatzkarte bekommen fürs letzte Kapitel. Und da müssen wir jetzt den Schatz suchen. Und weil wir ja... Oh, siehst du, da wird es angezeigt. Oh, ich kann heute schon nicht mehr reden. Ja. Und Niklas sagt uns jetzt, wo wir hingehen müssen, damit wir nur ganz kurz... Ja, wir können hier an dem Strand da kurz anhalten. Ja, dann... Da wirft man einen Anker, da mache ich hier gerade das Reich. Warte noch, Okay, gut. Das ist alles gut, Markus. Er hat so Anker werfen. So ein bisschen weit weg jetzt, aber egal. Ja, eigentlich schon. Was denn? Ist das hier schon? Oh, guck mal, sieh mal einer, guck. Was? Ein Kopf, ein Schädel im Wasser. Unter Wasser auf dem Boden. Ah. Ich leg den mal hier hin. Vielleicht gucken wir den. Hier ist auch wieder so ein riesiges Skelett. Müssen wir da auch was machen? Nein, wir haben eine Schatzkarte. Ach so. So, wir müssen nach links, Markus. Wenn du vom. Renn im Russe hinterher. Ja. Mach es tot, mach es tot, mach es tot. Nein, ich renn. Mach es tot, mach es tot. Fuck. Mach es tot. Hey, hier ist ein Boot. Kann man das anschubsen? Ja. Ich hab noch einen Schuss. Ja, und Niklas hat hier wieder die Spur gefunden. Wir haben hier ganz viel. Guck. Oh, hier. Hast du noch einen Schuss, Markus? Ja. Hier, komm her, komm her, komm her. So. Kommen Sie hier ran? Ja, schieß! Schieß! Oh! Oh, da seht ihr! Boah, se da war jetzt mit Pulver fast, das kam noch aus der Erde. 5000 Gold hat es gebracht, Alter. Weil du einen Auftrag abgeschlossen hast. So gesehen, Anführungszeichen Auftrag. So, was ist das hier? Ist das Munitionsbeutel? Das ist gut. Brauche ich immer? Ja, ich brauche auch einen. Aber dann brauche ich irgendwo Munition. Ja, ich gucke jetzt gerade mal hier, dass ich hier da mal hier ein bisschen. Boah, mich hat's erwischt. Ich muss erstmal was essen. Oder? Den Schuss geht noch und jetzt müssen wir was essen. Ah, ich habe wieder nichts zu essen. Sagt mir das doch mal einer. Boah. Ich wollte gerade essen, da haben sie mich wieder erwischt. Ach, Markus. Ja, was soll ich machen? Ich krieg dich nicht, der Typ steht zu nah dran. Dann machen weg. Ah, ich komme nicht mehr ran an dich. Ich wollte ja mindestens einen so. Muss ich auf der Fähre da oben sein. Ja, warte kurz, Niklas, ich muss aber schnell was essen. Ach ja. Was? Naja, das ist. Ach, ich habe keine Munition wieder. War das eigentlich dieser Blitztyp? Der ist tot. Aber der hat ja immer noch diese Kack-Blitz-Aura. Das hat sich ja wieder mal gelohnt. Was ist alles jetzt tot? Alles. Ja, dann lass uns das geschwind schnell schnappen. Du die Kiste, ich die Träne. Da ist noch ein zweiter. Also Markus, kannst noch kommen, da liegt noch so ein Rubin. Ich bin ja starb, da kommen schon wieder so Typen. Ja, warum bringst du die mit? Die waren hier gestanden und haben gewartet. Ach, ich habe ihn eliminated. Sehr gut, da ist noch ein Saphir rausgekommen. Ja, ich versuche die mal hier ein bisschen weiter hochzutragen.
Was liegt da noch außer der Schädel? Noch was, oder? Ich hab da jetzt die Kiste zugestellt. Wo hast du den Schädel hingetan? Hier vorne auf die Ecke, was näher am Schiff ist. Okay. Ich hab irgendwas in der Hand, aber mich hat gerade so eine doofe Schlange angepiekt. Ich bin weiterlaufen. Mach hier. Mit deinem schicken Beinkleid. Hallo, ich hab den Season Pass abgeschlossen, jetzt muss ich das auch tragen. Egal wie scheiße es aussieht, ne? Ja, ich seh's ja nicht, ihr müsst das ja ertragen. du siehst aus wie so ein Pseudo-Insulaner. Oh, ich hab eine tolle Idee. Was? Du willst die Sachen mit dem Ruderboot dahin fahren? Ja, das können wir natürlich auch machen. Boah, die Schlange schon wieder. Ich glaube, ich töte die jetzt gleich. War dort eigentlich noch irgendwo Fresschen drin? Nee. Haben wir jetzt noch irgendwas oder hat Frosch jetzt alles schon in seinem Boot? Nee, will ich nicht. Im Boot hat er noch nichts. Im Boot habe ich nichts. So. Ja, doch, da wird zwischen das Ruderboot wird auch voll sein. Ja, immer. Ah, ich find's toll. Das schnellste Boot hier im Spiel. Und ja, ich zuverlässigste. Vor allem die anderen sehen dich auch nicht. Ich weiß noch, wo wir zwischen denen durchgefahren sind, ja. Die vier oder fünf bekriegt haben. Besonders wenn du dann das Kanonendings hast, kannst du da auch noch richtig draufballern, ne? Eigentlich war es uns egal, wir wollten einfach nur an der Basis. Und ja. Haben dann aus dem Ding alles verkauft, es war rattevoll. Ich kann mich noch, ja, wo wir die ganzen Schätze mal hier da drin hatten. Ja, ja, ich muss mal die Aufnahme suchen, die muss ich mal zusammenschneiden. Ja, das war... Hast du jetzt noch was? Ich nicht. Komm, willst du mitfahren? Ich hab noch ein paar Skeletoren gefunden. Ach so, ja, dann die lassen wir dir da. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg zu euch. Das war die falsche Taste. Schnell, er kommt! Ruder, er kommt! Ja, du bist mit dem Ruderboot teilweise echt schneller. Tschüss, Markus. Einer hat bloß immer das Problem, weil der ist die ganze Zeit am hier tippen. Ja. Also ich fand es immer angenehm im Ruderboot. Ja, ich bin ja einfach. Kannst du mal halt? Ja, perfekt. Hat sehr gut, geklappt. Du hast mich umgebracht. Ich hab dich umgebracht? Ja, ich bin auf dem Schiff gespawnt. Passiert. Ja, das ist, wenn du so blöd am Eck hängst. So. Na, dann ist es jetzt hier. Rup. Hab ich erstmal hingesetzt. Ja, du musst echt aufpassen. Weil vieles machst du mit F und da bist du schnell am Sitzen und dies und das und jenes. Ja gut, mit F heb ich Saphire auf, aber. Ja. Wo fahren wir jetzt hin? Das soll ich dann gleich wegbringen, oder? Genau, das machen wir jetzt. Und dann willst du noch einmal alles hier runter? Die echt alle. Ja, klar, bringen wir alles jetzt hier runter. Ach, hier kann ich auch noch einen Schmuckstück transport. Das ist ja lustig. Auf dem Fass kann ich auch noch einen Schmuckstück hinmachen. Kannst an so vielen Stellen bei dem Ding hier ein Schmuckstück hinmachen? Ja, das ist übel. Eigentlich muss mal gucken, ob da noch was Besseres. Was? Ich gucke bloß die Kiste nach. Überall was drin. Ja, natürlich ist da überall was drin. Die haben wir gefüllt. Das ist ja gut. Ich sperre mich ja nie. Fahren wir einfach nach Norden, nach Gellens Grave und dann hat sich das. Gellens Grave? Einfach Richtung Norden. Der feuert auf uns. Feuert auf den Gegner. Ja, aber mal gucken hier. Ja. Wahrscheinlich eh sinnvollste. Hat man gesagt, Norden. Launch Missile. Ja, dann Anker heben. Und dann drehen wir nach Norden. Beinkleidchen. Mein Beinkleidchen tritt sich gleich in den Hintern. Oh, jetzt wäre mal aggressiv hier.
Kann man eigentlich Vorratskisten vergraben? Nee, oder? Nein. Die ist immer so, ja, guter Ballast. Kann mal bitte jemand auf der Karte gucken, ob ich die rechte Richtung fahre, beziehungsweise ich muss sowieso erstmal dort in die Insel tauchen. Wo hin? Norden, Gellens Graf. Ja, Norden. Aber er muss erstmal ausweichen. Ja, und dann Richtung Norden, beziehungsweise Nordosten. Könnt ihr mal die Segel bitte richten? Einer? Oh, wir haben Rückenwind endlich. Ja. Ich hab die vorhin schon von A nach B gedreht. Ja, mit jeder Kurskorrektur musst du halt hier ein bisschen immer hin und her rudern. Aber umso stoller der Rückenwind, umso schneller geht's halt. Rückenwind und die Galli ist das schnellste Schiff. Ja, das ist hier, wenn Masse immer in Bewegung ist. Ja, jetzt. Ah. Oh, ich wollte gerade sagen, hier zischt Eil. Irgendwas. Ein Totenkopf an die Himmel gemacht. Oh, ist da irgendein Außenposten hier? Ja, so ein Seewasser-Außenposten. Keinen, den wir brauchen. Ja, nee, ich sehe es bloß gerade. So, jetzt bräuchte ich nochmal einen Kurs. Du musst mehr nach Westen, du musst so Richtung. Ja, Bremer, ich sag dir das. Ja, Nordwest. Ja, schon. Jetzt kann ich mal aufhören mit Schiffs. Ja, ich weiß nur nicht, welche Seite ihr wollt. Also jetzt würde man auch so ganz knapp links vorbei, rechts vorbeifahren. Nee, wir können da ruhig drauf zufahren, dann können wir vorne einfach ab. Okay. Gellens Graf ist der mit den kurzen Wegen, das ist ganz natürlich eigentlich. Okay. Na dann, wenn das machbar ist. Fahren wir jetzt direkt drauf zu. Ja, ist gut so. Wir müssen vielleicht nachher noch ein bisschen weiter wieder nach links. Na, du siehst ja, da wo du dich freust, da kannst du so drauf zufahren, dann kommst du genau auf den Steg. Okay, wenn du das sagst. Ihr könnt die Segel gerne nochmal ausrichten. Ich weiß, ich bin wählerisch und nörgelig. Aber du sagst immerhin was. Ja, ich stehe hier die ganze Zeit und hab halt ein Auge drauf mit. Ja, du siehst die ganze Zeit, boah, die Segel sind nicht im Wind voll schlichtig. Achtet nirgendwo drauf. So. Soll ich direkt davon. Ja. Ja, so ein Stück nach links. Und wir sind ziemlich schnell. Und Anker runter. Oh mein Gott. Läuft. Ja, läuft. So. Klick, 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 klick. So, mal gucken, wie sieht's denn aus? Was reparieren, oder? Nee, aber fast so habe ich mir das vorgestellt. Da können wir bis hier vorlaufen, uns fallen lassen, alles. Beziehungsweise, ja. Kannst super abladen hier. Warte mal, du kannst ja erst so eine Kiste leer machen, oder? Wie ist denn das? Ja, wir könnten auch die Klapperkisten, in allen sind drei Sachen drin, das ist egal. Also die Schatztruhe, dann ich geh mal runterkommen. Ich geh mal den Scheiß abgeben.
Geht ihr mal abgeben, ich werf alles auf die aufs Deck, auf den Steg und dann passt ihr. Da kannst du ja, wenn die Kiste leer ist, kannst du sie ja anders positionieren. Damit man dir, damit er das auf dem Schiff sieht. Beziehungsweise damit er sie mit der Harpune hochholen kann. Und jetzt wieso, du, wir, was wir, oder willst du hier nach noch weitermachen oder? Nö, wir geben jetzt noch in Ruhe hier ab. Genau. Und dann machen wir Feierabend für heute. Dann kannst du auch sagen. Die Klapperkisten nachher abgeben, wenn wir allen kleinen Kram verkauft haben. Ist ja egal. Okay. Das bestimmt der Typ, ja. Also die Lagerkiste, damit womit man über Inseln läuft und Sachen einlagert, ja. Die kann man nicht verkaufen, aber hier, wo man so drei Sachen reinräumen kann, die kannst du verkaufen. Ah, okay. Gelten als ganz normale Schatztruhen. Aber weil wir doch viel Kleinkram haben... Was ist ein... Ach, das ist ein Stab? Ja, den kannst du nicht verkaufen. Der lag hier, der Stab. Ach so, dann hat den jemand dahin liegen lassen. Genau. Und jetzt geben wir den Scheiß hier wieder rüber. Stellen die hier hin. Warum? Und dann kannst du willst die Sachen da reinlegen. Und da kannst du dich drum kümmern. Die liegen doch alle auf dem Deck. Ja, dafür wirst du auch bezahlt. Auf dem Deck, auf dem Steg. Was? Was wird alles? Ne, ich stimme doch gar nicht. Da liegt doch noch Zeug. Alles auf dem Steg räum ich. Ich dachte, wir kriegen hier den Vollservice. Ja, du weißt doch. Das kannst du wieder mit dem Vergessen mit seinem Röckchen. Was? Halt so. Ich kann mir halt öfter aufs Deck pinkeln. Ja, mach das, ist mein Schiff. Ich rupf's halt noch her wieder. Kein Problem. Ich denke, dann können wir ja Dienstag und Donnerstag können wir dann gucken. Und regt sich sammeln und sich nach den Schädel will die Tante, ne? Ja, den Schädel will die Tante. Genau. Ist die hier drin, oder? Hier, ja. Ich stelle euch noch eine Kiste hin. Kann der Olea machen. Auch noch verkaufsfaul. Ja, ich bin verkaufsfaul. Ja, ich will noch was Lustiges machen. War da noch was auf dem Steg? Ja. Nee, es ist weg. Ist weg. Dann verkaufe ich die Kiste, oder? Ja. Ja, den Rest können wir rückweis. Ne, wir haben nichts mehr. Der Niklas hat doch alles. Ah, ich bin mir da jetzt nicht. Ah, ich habe hier noch was gefunden. Ach, willst du die jetzt runterschmeißen, oder was? Ja, ich schmeiß die jetzt runter. Oh Gott. Aber was denkst du? Hallo, an Keks am Dach denke ich nicht. Hier gibt's noch ein Buch, habt ihr schon gelesen? Weiß ich nicht. Ah, oh, liegt da so ein Logbuch von so einem. Also drei habe ich jetzt schon runtergeworfen. Da sind aber noch mehr. Ja. Irgendwas, die Fiedere Freunde heißt es. Ja, wir gucken dann gleich mal so. Jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. Oh, das ist jetzt müsste es sein. 6, 8, ja, sieht nach 8 aus. Die müsste zum Handelsbund, ne? Wo ist die 9er Klobe, oder? Echt? Das ist die Tante hier? Ah ja. Hey, du hättest da noch ein Stück nach rechts schmeißen können, dann muss man nicht so weit laufen. Ich kann das auch anzünden und ablegen. Ah, seid ihr lieber. Mach aber dann mit diesem ab. So. Wir können aber 8. Weißt du, was wir machen können, wenn das in der Hand auf der Hand rumschieße? Oh, ihr seid so gemein. Muss das Schiff nachher nicht reparieren.
Aber lustig wär's schon. Da ist ja nur noch eins jetzt, oder? Ja. Ich will mal eins abgeben. Das hat nur Kalte. Was man auf Niklas, bleibt mal vorne stehen. Guck mal, das eine hat nur Kalte, weil das hier auf das Eck geschmissen hat, was hier raussteht. Ja und? Reicht doch. Hier mal. Ah, jetzt gibt's kein Viermal mehr. Nee, ich glaube, das andere. Entweder kommt es jetzt gleich. Dann da liegt dieses Logbuch hier. Wo? Zum Fass. Ach, dort vorne. Was denn da? Okay. Ja, ja, ich sehe dich gerade. Direkt bei uns am Schiff. Ja, ich weiß ja nicht. Ich lese halt immer alles, was ich finde. Ah ja, das kann sein, dass ich das schon durch habe. Egal. Ich hab's einfach nochmal gelesen. Kommt jetzt nächstes Mal mit Feld. Okay, und da haben wir anscheinend alles durch. So, damit sind wir jetzt zu Ende mit der Mission heute. Haben alles noch schön verkauft. Und sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich mit einem neuen Abenteuer. Und zwar das Vermächtnis der Schurken. Bin mal gespannt, ob das in 2 Wochen nun wirklich rauskommt oder beziehungsweise wie es wird. In diesem Sinne sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo bin ich? Ich bin draußen. Ich war mich wieder draußen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich bin wieder drin. Ich will Musik spielen. Bitte.